Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Wir haben gerade dem Menschen auf der Toilette ganz viel Papiergeld gegeben. Rufus lässt schon die Schultern hängen. Wir haben aber dafür eine Münze bekommen. Mit der Münze können wir jetzt zum Pastetenautomaten gehen und uns eine Pastete ziehen, hoffentlich. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Das ist natürlich scheiße. Können wir vielleicht was abschneiden? Das eignet sich wohl kaum. Können wir vielleicht hier... Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Scheiße. Ich dachte, wir hätten... Da habe ich dann am Ende der letzten Folge noch davon geschwärmt, wie schön es ist, Erfolgserlebnis zu haben und dass dann wirklich weitergeht. Und dann stimmt das gar nicht so. Können wir die Heizung nicht wieder anmachen die überall? Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. An die Umwelt. Okay, gib mir nochmal andere. Ne, jetzt nur die ganzen Knöpfe. Und den Hebel ziehen. Die Heizung ist aus. Nicht, dass ich denke... Hier gehen vor allem an die Umwelt. Wieso ist denn jetzt die Münze zu groß? Was soll denn das? Das ist scheiße. Kommen wir vielleicht was ist in Hotels immer gratis? Genau wie Seife, Bademäntel und die Batterien aus der Fernbedienung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Alles ist gratis. Alles gratis. Können wir vielleicht nochmal jetzt mit hier mit jemandem reden? Bozo. Bozo. Hey, Bozo. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ah, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung, der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen leise Tritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Ganz genau. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Ich muss hier weg. Huch. Können wir vielleicht hier die Münze Doc geben? Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Aber ey, hier, Bono. Guck mal, ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Was denn für Schulden? Erstens die 60 Slotti, die du von mir geliehen hast. Und dann hast du um weitere 60 Slotti gewettet, dass es sich bei dem Aktenvernichter um einen Wunschbrunnen handelt. Das war ein Wunschbrunnen. Ich habe mir gewünscht, dass wir quitt sind. Und jetzt rechne mal nach. Okay, der kann die auch nicht kleiner machen. Gibt's hier denn noch irgendwas? Ein Drittelschrauber? Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Genau, das war mein Plan. Finger weg. Ist ja schon gut. Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Eben. Da braucht man sich gar nicht die Arbeit machen, die richtig fest anzuschrauben, weil die sowieso wieder runterfallen. Oh, wir haben eine Gegensprechanlage. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption. Und kleine Bläschen am Mundwinkel. Kann man mit denn reden? Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was? Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie! Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie arme Wurst. Ich würde gerne was essen. Ich würde gerne etwas essen. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Boah, muss das sein? Wo ist das Problem? Sagen wir einfach, dass es gewisse Gäste in Ihrem Hotel gibt, denen ich lieber nicht begegnen will. Oh, das Problem kenne ich. Trifft eigentlich auf jeden zu. Können Sie mir denn nicht einfach was empfehlen? Doch, doch. Ich kann Ihnen nichts davon empfehlen. Na gut, dann lesen Sie mir doch einfach die Karte vor. Nein, das geht nicht. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Außerdem müssen Sie eh noch einen Verzicht auf Schadensersatzansprüche unterschreiben, bevor Sie einen Blick auf unsere Karte werfen dürfen. Ach, vergessen Sie es einfach. Ich komme mal rüber, sobald Sie an der Rezeption wieder alleine sind. Ach, das wäre zu schön. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun?
gegen sie tun. Wir brauchen frische Handtücher. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Das hier vielleicht? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Da grinst er schon, voller Erwartungsfreude ich der Rufus. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Nein. Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beidem. Oh, schön. Können wir nochmal, können wir denn, wenn wir sagen, hallo, wir sind Zimmer Rezeption? 1? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1 ist Cletus. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, das sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne meinen Assistenten gesprochen. Ah, dann können wir den vielleicht von der Rezeption weglocken. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ah. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Okay. Steht jetzt immer noch darum. Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Ja, die, da kommt natürlich nicht dran vorbei. Die ist halt immer da. So, ist die Rezeption jetzt wieder frei? Nee. Hä? Ich dachte, die Rezeption wäre jetzt frei. Wieso ist der denn wieder zurückgegangen? Das verstehe ich nicht. Hallo? Zimmer 1. Ich würde dann gerne dinieren. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Okay, ist unsere Wäsche fertig? Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Service, ein mystisches New Age-Hirngespinst. Sehr gut, sehr gut. Sündhaft Teures bestellen. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Na dann, perfekt. Ah, super. Ja, ja. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Nee, tschö. Ich würde nämlich jetzt gerne mal die anderen Zimmer ausprobieren. Zimmer 3. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Habe ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Ach so, Zimmer 9. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen?
Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Ups, verwählt. Verwählt. Kein Problem. Okay. Können wir vielleicht den Korkenzieher mit dem Drittelschrauber austauschen? Nichts da, Rufo. Ich brauche ihn. Okay. Und ich brauche ihn. Ich sag... Ist ja schon gut. Oder Löcher reinmachen vielleicht. Diese Situation... Wichtiger Unterschied. Ja, die Situation ist wirklich verkorkst gerade. Weil ich schon wieder hänge ein bisschen. Wir können jetzt hier zu dem Gespenst. Wollen wir das vielleicht bezahlen? Er braucht keine Welt liegt voran. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Hier, Staub. Ein staubiger Mantel ist offenbar das Einzige, was man hier gratis bekommt. Du sollst eigentlich den Staub mitnehmen. Er braucht kein Voraus. Okay. Staub ist auch ein sehr weltliches Besitzgut. Vielleicht können wir nochmal, wir probieren nochmal den Assistenten zu rufen und gehen dann unten rum. Vielleicht geht Hallo? Das ja. Eins. Zimmer. Assistenten. Ich hätte... Und danke. So, ich muss... So, kann ich, wenn ich jetzt hier lang gehe... Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Yippie, die Rezeption ist frei. So, ich hätte mal so einen Menüplan jetzt. Na, reden wir mal mit dem Rezeptionist. Vielleicht kann er uns ja einen geben. Die Uhr macht mich verrückt. Ganz aus Nummer 5. Ja. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Ganz genau. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Ja, doch. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hallo? Achso. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 Dummdepp. Der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Menüplan. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ach nee, ich muss ja an der anderen Seite lang. Dann mache ich das nochmal. Zum Glück kann man hier mit Doppelklick schnell reisen. Und man kann auch ein paar Dialoge überspringen. Zimmer 1. Zimmer. Nein, ich kann nicht nochmal zurück. Scheiße, kann ich denn jetzt... Ich hätte gerne den Menüplan. Zimmer 5. Zimmer 5. Ich würde gerne etwas essen. Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Oh, lecker. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Na sowas. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Doch, für den Pelikan. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Für den Pelikan. Kein Problem. Für den Pelikan. Scheiße. Wir müssen Boso krank machen. Wir müssen... Nein, nicht in den Schrank. Nein. Ich wollte mal mit dem Gespenst reden. Bevor ich dich aber allein lasse... Oje.
Jetzt kommt alles raus. Nettes Laken. Nettes Laken? Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Hey, bleib da. Okay, stimmt, wir können ja nicht. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich. Aber er guckt doch da eigentlich dann nur in den Schrank. Das verstehe ich nicht. Können wir das denn irgendwie anziehen? Nee, ich dachte, du kannst ja das überziehen. Okay. Naja, ich bin gerade wieder ein wenig ratlos, aber das hält mich nicht davon ab, gleich die nächste Folge aufzunehmen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.